Ja, hallo zu einer neuen Folge Let's Play oder Let's Survive oder Let's Die Survival Post-Apocalypse Now. Ein anscheinend russisches Survival Game in der Early Access und ja. Dann sind wir eben mal getötet worden. Obwohl, wir waren saunett, wir wollten nichts Böses, wir haben nur nach Kleidung gesucht. Naja. Und wir sind. Aha! Wir haben eine Hose. Und ja, dann haben wir ja das erreicht, was wir wollten eigentlich. Schuhe und eine Hose. Mehr wollten wir nicht. Ich glaube, es ist wirklich immer derselbe Server. Gestern bin ich da unten gespawnt. Und diese Kirche ist auch abgesperrt. Wir gucken mal kurz, wenn es denn eine Kirche ist. Irgend so ein Glockenhaus. Wir gucken mal kurz, ob das stimmt, ob hier wirklich zu ist. Oh. Oh. Also das stand da gestern, aber hier war alles zu. Dann gehen wir da einfach mal rein. Hallo, bin da. Wer noch? Aha, Schrotflintenmunition. Eine Batterie. Die können wir fürs Funkgerät und vielleicht auch für Taschenlampen benutzen. Alles klar. Gehen wir hoch oder gehen wir erst? Aber wir gehen erst hoch. Bim, bim. Da war nichts, das war doof. Da habe ich mich etwas vor mir selbst erschrocken, aber was soll's? Wir machen hier einfach die Tür mal zu. Holy shit! Aha! Eine Axt in einer Kirche. Das ist das, was wir brauchen. Da haben wir noch einen Spind. Da haben wir aber nichts drin. Verfick. Oh, entschuldige, da muss ich wohl einen Zensurton drüber legen. Das kann ich so nicht sagen. Ich hoffe, ich denke dran. Wenn nicht, dann entschuldige ich mich dafür und ne? Eine Schere. Können wir uns die Haare mitschneiden? Wird auch mal Zeit. Bei dem Mob, den wir da auf dem Kopf haben. Ja, ich glaube, die Kirche haben wir ausgeplündert und können uns dann jetzt nach draußen begeben und uns nochmal töten lassen. Ich weiß auch gar nicht, also das ist mein erstes Survival-Game, was ich so wirklich spiele. Vor allem Multiplayer. Wahrscheinlich muss man sich hier ganz anders verhalten, als wie ich das mache, aber es ist mir einfach mal scheißegal. Vielleicht lernen wir das ja auch noch. Renn doch jetzt mal. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass doch der Tag-Nacht-Rhythmus schon drin ist und nicht nur Nacht ist, so wie ich eigentlich gedacht habe. Vielleicht. Also, es sieht ganz nett aus, eigentlich. Es ist jetzt zwar nicht Forest, The Forest oder Rust, wobei Rust. Ja. The Forest auf jeden Fall nicht. Aber trotzdem, es sieht ganz gut aus. Das Boot kenne ich. Ich meine natürlich, nein, was, was? Ein Boot! Oh! Das kenne ich ja noch gar nicht. Spring raus hier. Oh. Oh nein, nein, nein! Wir sind wieder festgebackt. Nein, na, klasse. Das ist doch doof. Also das ist wirklich bescheuert, dass man sich hier so festbacken kann. Ach, Leute. Ja, vielleicht klappt es mit einem Relog, einem Vlog
Schauen wir mal. Vielleicht kommt wahrscheinlich schon wieder die Cat in der Jar. Es sind 6 Leute online. Aha. Ich frage mich, ob es hier nur einen Server gibt oder mehrere. Vergessen Sie nicht den Status Ihres Charakters. Wenn Sie Tab oder Q drücken, können Sie Ihr Inventar, Ihre Kleidung und Allgemeinzustand sehen. Um Ihren Hunger zu und Durst zu stillen, bitte warten Sie, bis der Server... Ah! Hä? Och nö! Och nö! Da haben wir doch tatsächlich alles verloren und... dann ist das wirklich passiert, was wir gelesen haben, dass wir dann einfach wieder spawnen, ohne alles, ohne Inventar, wobei das haben wir nicht gesammelt und naja, keine Ahnung, vielleicht wird das ja noch irgendwann gefixt. Es ist ja noch eine Early Access, wir nehmen jetzt einfach mal etwas länger auf, soweit wir eben können. Ach, unsere schöne Axt. Ich will meine Axt wieder haben! Wenigstens haben wir was zu essen und was zu trinken. Einen Donut und eine Flasche Saft. Das wäre schön. Oh nein, unser Rucksack, der war ja sowieso weg. Der war ja noch ganz davor. Der war ja noch in der vorletzten Folge. War es in der vorletzten Folge oder in der letzten? Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt schon aufnehme. Eine oder zwei? Ich glaube, ist jetzt die dritte hier. Ja, stimmt, die dritte. In der ersten hatten wir das, die Katze im Glas. Die es übrigens wirklich gibt, finde ich nicht gut. Ich weiß nicht, wer oder wo das gemacht wird. Aber es war tatsächlich ein Sinnbild dafür, dass wir einfach nichts mehr machen konnten. Und, ja, wir waren im Glas. Ich weiß auch gar nicht, also das Ziel von diesem Spiel, ich bezweifle, dass es hier ein konkretes Ziel gibt. Es gibt ja Funkgeräte. Damit kann man irgendjemanden kontaktieren. Vielleicht kann man dann irgendwie, wird man das Spiel beendet, was einem das bringt letztendlich, weiß ich auch nicht. Vielleicht bekommt man auch tolle Sachen und kann einfach sein Leben hier in diesem Survival-Game dann führen. Aber, naja. Vielleicht kommen wir da ja auch noch hin. Vielleicht überleben wir irgendwann. Und der nächste, den wir treffen, der wird auf jeden Fall direkt zerschlagen, wenn wir eine Axt finden oder sowas. Oh. Tja, alles klar. Hier war nichts. Von wo kommen wir denn jetzt eigentlich? Ach ne, ach ja, wir sind ja hier gespawnt. Dann ist dies hier unser Zuhause. Tschüss! Ich gehe jetzt auf die große Reise! Ja, mein Name ist Forrest Gump und ich wollte irgendwann laufen und ich lief einfach nur die Straße entlang. Und als ich am Ende der Straße war, dachte ich mir, warum laufe ich denn nicht einfach mal in dieses Haus? Hier finden wir bestimmt coole Sachen. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Diese Schuppen hier sind ja, glaube ich, da kann man gar nicht rein. Kann man da reingucken? Nö, da ist sowieso nichts drin. Dieses Haus kennen wir, also vom Grundriss her. Es ist natürlich nur ein Copy-Paste-Haus. Das man wahrscheinlich überall findet. Ein Koffer. Ein Koffer? Ein leerer Koffer. Geil. Geiler leerer Koffer. Waffenreinigungsset. Was ist das? Ein Feuerzeug. Wir haben ein Feuerzeug gefunden. Wir haben das erste Feuerzeug gefunden. Jetzt, wir haben aber kein Benzin. Keine Axt und kein Holz, um uns ein Feuer zu machen, was uns warm hält. Aber ich sag ja, wir finden hier bestimmt coole Sachen. Wahrscheinlich finden wir jetzt hier auch gleich noch einen Gegner. Also einen anderen Spieler, der uns dann einfach platt macht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll hier. Oh. Die blaue Tür.
Das Haus mit der blauen Tür. Ich denke mal, ich vermute mal, das Haus mit der blauen Tür, da finden wir ganz tolle Sachen drin. Oder unser Ende. Das ist eine Vortür, ein Vorraum. Und nun sind wir in dem Haus mit der blauen Tür. Ah, Haus! In the middle of the... Nein, ich hasse das Lied. Hä? Was haben wir? Penicillin, eine Spritze, eine leere Spritze. Hunger und Durst, oh. Dann essen wir mal den Donut. Weg ist der Donut, wir haben immer noch... Oh, wir hatten gar keinen Durst mehr. Oh nein, wir haben es verschwendet. Hoffentlich finden wir noch was. Ich denke an diesem Haus mit der blauen Tür. Mit der grünen Tür finden wir noch... Ja, was ich eben gesagt habe, ein Klo, aber jetzt können wir... Ich habe keine Ahnung, wie man kackt. Aber wir haben auch einen leichten Hunger, vielleicht brauchen wir das gar nicht. Ja, das Haus mit der grünen Tür. Willkommen im Haus mit der grünen Tür. Hier finden wir bestimmt ganz tolle Sachen. Ein Dosenöffner. Tja, also wir finden in verschiedenen Spielständen immer die Gegenstände. Immer Gegenstände, die wir bräuchten. Was ist das? Das ist ein Reflexvisier. Man kann seine Waffen also auch noch upgraden. Und denen Visiere geben und so. Eine Batterie. Das ist immer gut. Jetzt fängt es wieder an zu regnen und es wird wieder übelst laut. Was ist mit der Waffe? Wie geht's der Waffe? Revolver, Kolper, nicht ausreichend Öl. Oh, jetzt ist das wieder so laut. Und ich muss da wieder gegen anschreien. Ich hoffe, man merkt es nicht. Beef. Hier, Biersnack. Biersnack. Wir haben keinen Hunger mehr. Das ist gut. Keinen Durst. Wir sind gesund. Uns ist aber kalt. Wir brauchen dringend was zum Anziehen. Da haben wir noch einen Biersnack. Den nehmen wir mit. Man weiß ja nie, ob man mal Freunde zum Besuch bekommt. Und dann muss man denen natürlich einen Biersnack anbieten, ist doch klar. Habt ihr keinen Biersnack zu Hause? Schreibt das mal in die Kommentare. Habt ihr einen Biersnack zu Hause? Jeder sollte einen Biersnack zu Hause haben. Ich finde, das ist man seinen Besuch dann einfach schuldig. Und auch selber hat man ja auch schon mal... Hat man ja auch schon mal gerne einen Biersnack. Ist natürlich doof, dass wir jetzt hier öffentlich mit der Waffe rumlaufen. Das war doch ein Hund, oder? Wir können uns nämlich absolut nicht wehren. Wir haben nichts. Man kann auch nicht schlagen mit dem Mausrad. Wir könnten höchstens versuchen, in ein anderes Haus zu flüchten. Wo kommen wir denn jetzt her? Das Haus mit der grünen Tür. Also, wir versuchen... Von wo kommen wir denn? Wir versuchen da vorne... Du Mistvieh. Was? Oh, was? Oh, das ist aber unfair. Das ist unfair. Das ist richtig unfair. Das ist aber richtig unfair. Mach die Tür auf. Wir müssen hier weg. Ach du Scheiße. Was soll das denn? Der Hund kommt durch Türen. Hier war... Ich vermute fast, das ist gleich wieder gelaufen. Wir sind gleich wieder tot. Denn die Türen, die bringen ja mal gar nichts. Mach die Tür zu. Die Tür können wir nicht zumachen. Wir brauchen irgendwas zu schlagen.
Keine Angst. Es wäre... Es hat auf jeden Fall schon mal aufgehört zu regnen. Ach komm schon, hier muss doch irgendwo was sein. Haben wir hier schon reingeguckt? Wir sollten vielleicht die Schränke auflassen, die wir schon durchwühlt haben. Das durchwühlen wir alles doppelt und dreifach. Leichter Hunger. Bier-Snack. Rein mit dem Bier-Snack. Mit Brennholz und Ammonal. Was? Ach nö. Ja, dieses Visier, das brauchen wir gar nicht. Und diese Munition brauchen wir auch nicht. Das Waffenreinigungsset. Ja, zumindest, ja, das Visier brauchen wir nicht. Ist natürlich doof, dass wir nicht von unten nach oben aufmachen. Wir haben trockenes Frühstück. Löscht Hunger. Es löscht den Hunger. Da ist das Haus mit der blauen Tür. Hier haben wir noch Spinde. Wir müssen natürlich sau aufpassen, dass wir jetzt hier nicht gleich wieder... Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Wir sind leicht verletzt. Und haben leichten Hunger. Dann essen wir jetzt den Biersnack zu Ende. Haben damit wieder einen Slot im Inventar freigemacht. Und unseren Hunger gestillt. Gelöscht. Ja, wir haben unseren Hunger gelöscht. Das ist ein riesiges Dorf hier. Also vergleichsweise, was wir sonst so gefunden haben. Ich weiß auch gar nicht, ich weiß gar nicht die Map, wie groß die ist. Und vielleicht findet man ja irgendwann mal eine Karte. Nichts zum Anziehen. Ich weiß auch gar nicht, warum wir die Türen zumachen. Bringt ja eh nichts. Also zumindest... nicht vor NPCs. Können wir uns damit schützen. Das ist doch hoffentlich Medizin. Antibiotikum. Erhöht die Ausdauer. Anabolikum. Was? Sollte doch die Ausdauer erhöhen, der ist ja am Schnaufen wie Sau. Ah, was zu trinken. Keinen Durst haben wir. Tja. Was machen wir denn eigentlich mit der Waffe? Nicht ausreichend Öl. Ich würde die gerne wegschmeißen. Wir können die Waffen... Das ist doof. Waffe entladen. Rahmen von Gewehr entfernen. Tja. Das ist irgendwie komisch. Vielleicht wird das auch noch irgendwann eingefügt, dass man die Waffen sich auswählen kann und da, ich meine, man muss sie ja auch, es gibt ja Sachen, Munition und Öl soll man für die Waffen benutzen können, dass man die reinigt und Waffensets, sollte man die Waffen denn auswählen? Vielleicht. Wir können die ja hier auch nicht auswählen, oder? Nein. Da ist eine Kirche. Wir suchen einfach Zuflucht bei Gott. Der wird uns schon irgendwie helfen. Ich denke mal. Vielleicht gucken wir aber auch erstmal in diesem Wellblech-Dachhaus. Nicht. Dann lassen wir es eben. Ja, das sieht zu aus. Da haben sich die Entwickler was gespart wahrscheinlich.
gehen einmal drum rum und gucken, ob man nicht vielleicht von woanders. Ne. Ja, ein Haus, ein leeres Haus. In der Mitte von der Straße ein Haus. Na gut. Dann nicht. Dann gehen wir da oben in die Kirche rein. Die Kirche drinne. Wer macht denn sowas hier? Kann man das nicht irgendwie kaputt machen? Ich brauche dringend eine Axt. Wir hatten eine Axt. Vielleicht finden eine Kirche. Vielleicht finden wir ja wieder eine Axt. Eine Batterie. Eine Batterie. Ein Funkgerät. Wir brauchen auch einen Rucksack. Oh je, oh je. Gott, gib mir einen Rucksack. Lass einen Rucksack in diesem Schrank sein. In dem nächsten dann halt. Dauert ja ein bisschen. Auf jeden Fall eine Axt. Eine Axt. Nehmen wir die Axt. Gut, die Axt, das ist schon mal ganz gut. Jetzt fehlt noch ein Rucksack und vielleicht auch noch was für den Oberkörper, auch wenn wir ziemlich sexy sind und da ziemlich durchtrainiert durch die Gegend laufen. Wäre schon schön, wenn wir uns bedecken könnten. Auch den Frauen gegenüber wäre das vielleicht... ganz angebracht. Da haben wir auf jeden Fall einen Rucksack. Oh, oh. Wir haben gesagt, Gott, gib uns einen Rucksack in diesem Haus. Gott, gib uns eine Jacke. Wir brauchen auch noch eine Jacke. Eine Hose auf jeden Fall. Das ist doch schick hier, oder? Haben wir nicht jetzt... Boah, die Schuhe, die Hose ist doch toll, ne? Aber ich habe eine Jacke. Ich habe eine Jacke gefordert. Haben wir hier schon reingeguckt? Nee, Munition lassen wir mal liegen. Die brauchen wir noch nicht. Aber hier war ein Batterie brauchen wir. Und ein Funkgerät. Das nehmen wir auch mit. Was war hier noch? Nichts. Alles klar. Alles klar. Zwei Batterien. Warum? Die müsste man stacken können. Aber wir kombinieren jetzt einfach. Zack. Ausgeschaltet. Der Funksprecher. Den machen wir jetzt an. Den Äther zu erreichen. Um den Äther zu erreichen, drücken Sie, halten Sie die Z. Die Z aktiviert. Alles klar, wir erreichen niemanden. Ich wäre gerne. Ich würde mich gerne heilen. Kein Hunger, wir haben Durst, wir haben nichts zu trinken. Wir haben aber doch... Wir haben in irgendeinem Haus doch was stehen lassen, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich bin schon wieder am Schniefen. Wo sind wir denn gekommen? Ich glaube, von da. Waren wir hier schon? Nein, hier waren wir noch nicht. Das kommt mir nicht bekannt vor. Vielleicht finden wir ja da drin eine Jacke. Und vielleicht auch einen größeren Rucksack. Das wäre cool. Ah, vielleicht gibt es auch irgendwo Werkbänke. Wie soll man da ran? Vielleicht gibt es auch irgendwo Werkbänke, wo wir was mit der Waffen, mit den Waffen machen können. Wo wir die reinigen können und alles. Man sieht ja hier öfter mal... Das, was zu trinken, das ist gut. Man sieht ja öfter mal irgendwo Werkbänke. Vielleicht kann man die benutzen. Das versuchen wir, wenn wir nochmal eine sehen. Den lassen wir mal da drin. Den brauchen wir nicht. Wir haben jetzt eine Axt. Eine Axt! Batterie, Inventar ist voll. Brauchen wir eh nicht. Munition brauchen wir auch nicht. Was ist das? Das ist ein Schraubenzieher. Was können wir wegschmeißen? Wir könnten was trinken. Keinen Durst haben wir. Das können wir wegschmeißen. Und dann nehmen wir mal den Schraubenzieher und gucken mal, was der bringt. Mit Konserven, Transport-Turns kombiniert.
Okay. Nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht können wir den ja verwenden.